Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von Omni 2, dem Omnibus-Simulator. Und jetzt wären wir nicht frech hier. Boah, das sind aber hier schon der Anblick. Der macht mich aber sehr, sehr betroffen. Ja, und ich möchte hier ihn in Ruhe eingeben, aber dazu muss ich mich auch konzentrieren. Danke. Bitte. Tschüss. So. Wir sind irgendwie hängen geblieben. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Nee, Juliansthof ist auch nicht. Das. Nee, das Unterteil war es jetzt einfach nur. So. Das war jetzt eher sportlich angefahren. So, wir fahren ja nach Altenburg, ne? Mal kurz schauen. Wie sieht's aus? Nee, wir fahren nach Kohldorf, aber... Wir müssen trotzdem rechts, glaube ich. Weil wir kommen von Zopp. Ich hoffe einfach mal, dass wir richtig sind. Sonst wäre es jetzt mal wieder an der Zeit, sich zu ärgern, dass wir falsch gefahren sind. Ja, es hilft nichts anderes als zu hoffen. Ja, da, ihr merkt schon, ich bin selbst ein bisschen gespannt. Da vorne müsste jetzt die... Nee, da vorne müsste jetzt Ortsausgang sein. Aber das Ding zeigt auch an, dass wir richtig sind. Wir sind, glaube ich, richtig. Keine Panik auf der Titanic, ihr habt alles im Griff. Ja, jetzt Unterteil, Ortsausgang. Ja, gönnen Sie sich. Gehen Sie erstmal über die Straße. Es droht keine Gefahr. Hallo. Hallo. Das ist eine angenehme Stimme. So. Nächste Haltestelle. Ah, jetzt wird's hier. Jetzt werden mal die Federn dieses Busses getestet. Über so, oh, das ist klasse. Für alle Mitfahrer. Oh, jetzt haben wir doch eine Minute Verspätung. Wie kommt das denn zustande? Ich glaube, das ist die erste 30er-Zone, an die ich mich tatsächlich mal halbwegs gehalten habe. Der eine Hand ist ja immer am Lenkrad und die andere ist so an der Kasse, ne? Also die rechte ist immer an der Kasse irgendwie und die linke, damit wird immer gesteuert. Ah, wir sind im Kreisverkehr, da blinkt man nicht, wenn man reinfährt. Nochmal die Grundregeln wiederholen. Und da sind wir am Juliansthof. Oh, fährt der Scheiße. Ah, fährt der schlecht, Mann. Guten Tag. Guten Tag. Ich vermisse so ein bisschen die Feuerwehr von Winsenburg. Das hat mir richtig leid getan. Ich konnte da leider nicht früher drauf eingehen, weil ich die alle am Stück aufnehmen musste, weil ich ein bisschen vorab aufnehmen musste, weil ich nämlich...
für eine relativ wichtige Klausur noch lernen musste und dann wollte ich das alles so ein bisschen geordnet haben und so und dann wollte ich mich halt voll darauf konzentrieren. Und deswegen konnte ich nicht darauf eingehen. Also ihr habt mir alle die Tipps in die Kommentare geschrieben, wie man das ändert, also wie man die AI-Liste so ändert, dass die Feuerwehr rausfliegt, aber ich konnte das halt nicht, weil es schon alles aufgenommen und geplant war. Das tat mir da ein bisschen leid, aber ich werde das auf jeden Fall, wenn ich noch ein paar Folgen aufnehmen sollte, dann werde ich das auf jeden Fall vorher erstmal schön anpassen. Danke da auf jeden Fall nochmal für eure zahlreichen Kommentare. Und wieder eine 30-Zone. Auch wirklich gestraft. Also wenn man als Busfahrer hier 2-3 Mal am Tag rüberfahren muss, boah, nee. Genauso wie die LKW- und DHL-Fahrer, die das müssen. Die tun mir alle sehr leid. Oh, da sind wir hinten, glaube ich, so ganz leicht noch dran gekommen. So, Sindersberg. Gucken wir mal, ob da jemand kommt. Können Sie nicht vorsichtiger fahren? Ja, haben wir nochmal aufgesetzt. Die extra für den Bus gemacht worden, diese Bucht hier, oder? Ach komm, aber ganz schlecht habe ich mich nicht geschlagen. So, die 30er-Zone ist zwar jetzt vorbei, aber die Bepflasterung hier, die Kopfsteinbepflasterung, ist ja sowas, ne? Bleibt. Ah, ne, da vorne ist sie dann weg. Dann auf nach Wildenau. Hier wird aber auch jedes Kaff abgefrühstückt, ne? Aber ich finde das klasse. Es gibt bei uns auch so eine Tingellinie, die fährt übers Land und dann kennen die Busfahrer ihre Fahrgäste schon und dann ist immer einer vorne, der mit dem quatscht und so. Man kennt sich, man mag sich. Man fährt auch sehr interessant. Da wird alles Mögliche besprochen, also nicht nur über Bus oder so, sondern auch über die Politik, über die Weltlage, was alles schief geht. Sagt er, ja, was sie jetzt gehört haben, der Erdogan, also der spinnt ja wohl. Dann antwortet er, ja, das sehe ich auch so, ja, das ist auch ein schwieriges Thema. Ja, und was der da immer von sich gibt und so. Erzählt er, ist wie so ein Taxifahrer. Das trifft es eigentlich ganz gut. Also unter Taxifahrer gibt es ja auch manche, die sprechen überhaupt nicht. Aber es gibt auch viele, die erzählen und erzählen und erzählen und erzählen. Auch in Situationen, in denen du eigentlich gar nichts erzählt haben willst. Und du merkst auch, dass die Sachkompetenz teilweise überschaubar groß ist. Aber die wollen halt einfach erzählen und ja, dann lässt man sie halt. So, oh, die Zwillinge sind ausgestiegen. Da freue ich mich ja besonders bei Lotus drauf. Da hoffe ich wirklich, dass die Personenvielfalt größer wird. Also die Person hier, nee, das ist nix. Nächste Haltestelle, Mühlbergsee. Immer noch diese eine Minute Verspätung. Ich weiß auch nicht, ob man die noch runterkriegt.
Löbergsee. Ist bestimmt ein nettes Freizeitzentrum hier. Oder Naherholungsgebiet. So nennt sich's ja. Glaube ich, ne? Entschuldigung, was ist hier passiert? Was haben wir mitgenommen? Hey, können wir was mitgenommen haben? Was haben wir mitgenommen? Also ich gebe ja zu, dass es hier knapp ist, aber eigentlich dürften wir doch nichts mitgenommen haben, oder? Was ist passiert? Ich kann es mir nicht ganz erklären. Müsst ihr nochmal in die Kommentare schreiben. Also ich tue jetzt auch nicht blöd oder so, ich weiß wirklich nicht, was wir da mitgenommen haben sollen. Sind wir an den Poller gekommen? Aber eigentlich dürfte es nicht sein, also bei der Position. Oh, jetzt hier eine schöne Brücke. Das ist ja richtig schön gemacht. Das ist, glaube ich, meine Lieblingsstelle hier auf der Karte. Das finde ich richtig cool mit den Brücken. Ich habe übrigens das Void-Getriebe mal, glaube ich, ausgewählt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, ich hätte das ausgewählt. Weil wir fahren so oft ZF, dann dachte ich mir, das muss auch mal sein. Gut, dass hier so wenig los ist. Da kann man auch mal ein bisschen weiter ausholen. Das macht es einem dann immer ein bisschen bequemer. Da muss man nicht so nachdenken, bevor man ausholt. So, Kohldorfkirche. Da sind wir schon unserem Bestimmungsort ziemlich nah, glaube ich. Das ist wieder Werbung für Fuck You Goethe. Kommt da eigentlich noch ein neuer Teil? Bis jetzt habe ich ja alle Filme geguckt. War ganz witzig. Hallo. Aber den letzten fand ich nicht so klasse. So. Attacke. Auf geht's. Oh, dann ist er voll durchgetreten. Der Chef, der rügt uns wieder. Ansgar, du bist jetzt zwei Routen gefahren. Wieso ist der Tank alle? Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Ach, jetzt sind wir. Boah, das ging jetzt flott. Jetzt sind wir schon am Stimmungsort, an der Endhaltestelle angekommen. Ich finde die Karte cool. Wir hätten eigentlich da beim Terminus halten müssen. Macht ja nichts. Denn unsere Fahrt ist jetzt sowieso vorbei. Das heißt, wie es weitergeht, seht ihr gerne in der nächsten Folge. Vorausgesetzt, ihr wollt noch eine von Freifurt sehen. Schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Man hat es vielleicht auch gemerkt, ich hatte einfach mal wieder Bock auf Omsi. Und da das andere ja nicht geklappt hat, dachte ich mir, nimmst du halt Freifurt auf. Und ich bin sehr, sehr glücklich mit dieser Wahl. Freifurt kann ich jedem nur empfehlen. Ihr habt ja gesehen, die Überlandstrecke, wirklich top. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr noch weitere Folgen sehen wollt. Ansonsten sage ich tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.